Willkommen zurück zu Pokémon 3D. Nachdem ihr es euch gewünscht habt, sind wir jetzt hier zurück. Ich habe jetzt auch geupdatet und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier alles erwartet, aber da steht ein Typ, der stand davor, glaube ich nicht. Aber da komme ich im Moment auch nicht hin, weil ich noch kein Surfer-Pokémon habe. So, was ich nochmal gucken wollte, ist, wenn ich jetzt hier in den Pokémarkt reingehe, ob da jetzt noch irgendwas Tolles ist. Ich meine, kaufen kann ich hier bestimmt noch nichts. Ganz seltsame Musik. Aber okay. Nee, das ist die falsche Taste. Nein. Oh, ich komme mit der Steuerung einfach noch nicht klar. Nee, war das die? Ja. When I was walking in the grass, I Pokémon poisoned my Pokémon. Ah ja, I just can, also, ne, böse Käfer-Pokémon. Nein, nicht schon wieder reden. Nein, das habe ich schon immer auf dem Gameboy gehasst, ne? Weißt du, drückst du immer weg und weg und weg und dann versehentlich im Pokémon Center halt dann nochmal dein Pokémon. Weil der dann hier erstmal bestätigen muss, dass du die Pokémon abgibst und so weiter und so fort. Und dann drückst du so schnell A, dass du halt schon wieder... Was? Kann man was kaufen? Nee, kann ich doch nicht. Gut, ich wollte schon sagen. So, raus hier. Genug von dem Zeug hier. So, jetzt kommen wir hier auf die Route hin, wo wir zu Mr. Pokémon hin müssen. Und wir müssen durchs rohe Gras. Nein, ich trau mir nicht. Okay. Oh, das war klar. Das erste hohe Gras, das hier kommt... Ist erstmal gleich verseucht vom Pokémon. Oh, jetzt hier richtig in 3D. Wild Zafcon appeared. Go, Feurigel. Go, Feurigel. Ach, herrje. Mensch, das ist ja jetzt hier richtig krass animiert. Battle. Tackle. Und jetzt, pass auf. Was kommt jetzt? Oh, wow. Das war ja fast krass. Zafcon Härtner, genau. Und was kommt jetzt? Jetzt fehlt halt nur noch wirklich richtige Attack-Animation. Und dann wäre das hier schon richtig cool. Aber ob das halt noch hinzukommt, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es schon mal ein starker Anstieg zu dem, was hier vorher war. Gefällt mir. Hab ja einige Patches jetzt nicht so richtig mitgekriegt. Die habe ich jetzt einfach laufen lassen und fertig ist. Ein Raupi, das würde ich ja gerne fangen, aber ich kann es nicht. Nicht, weil ich es hoch trainieren will, aber halt, ne, dann habe ich halt ein weiteres Pokémon. Aber das dauert noch. Und ja, ich könnte auch mit dem Controller spielen, ich mache das jetzt aber lieber mit Tastatur. Vielleicht beim nächsten Mal mit Controller, mal gucken. Falls es ein nächstes Mal gibt, das kommt ja wieder auf euch drauf an, ob ihr das überhaupt möchtet. Battle System is not final, ja, das habe ich gemerkt. Ja, kann sich ja noch was ändern. Und wie gesagt, ne, immer wenn ich Pokémon spielen soll, es hängt halt von euch ab, ob ihr das möchtet und so weiter und so fort. Hey, da ist ein Typ, hey! Das ist falsche Attacke. Hey! Richtige Attacke auf den Typen angewendet. There are a lot of trainers in this world. Be careful. Okay, was haben wir hier auf dem Schild? Hier auf dem Schild haben wir, Route 30. Die brutale Stadt. Cherry Grove City. Ah ja, ist das Mr. Pokémon? Nee, das ist nicht Mr. Pokémon. Hey, du alter Typ. Hey, du bist ein Trainer. Ich werde dir Sachen beibringen über Beeren und Aprikons. Hey, die sind überall. Und es gibt 7 Farben und die wachsen alle 24 Stunden. Hey. Und wenn du sie dir durch die Nase schniefst, ne, kommt was ganz Krasses bei raus. Gut. Ah ja. Also er hat mir jetzt ein paar Sachen gegeben, die ich jetzt irgendwann mal verwenden könnte, wenn ich das dann wirklich möchte hier. Hier haben wir auch nochmal so eine Pflanze, die kam erst später mit hinzu, glaube ich. Ich glaube, das waren nicht die, die halt original in Pokémon Gold und Silber drin waren. Da gab es dann halt erstmals diese Aprikons. Und hier kommen halt jetzt schon die anderen Pflanzen mit rein, die halt erst wesentlich später hinzukamen. Hier hinten ist zum Beispiel so ein Aprikorn. Können wir da mal rausnehmen, wenn Feuerhügel mich lässt, danke. There's a green Aprikorn on this tree. Do you want to pick it? Yes, I want. Yes, I have wanted. So, wir müssen nach rechts, glaube ich. Das ist, glaube ich, hier auch ein Schild. Aha, Mr. Pokémon House, straight ahead. Ah, ja. Na dann mal los. Hier wieder durchs hohe Gras. Natürlich, wieso auch nicht. Trainieren wir ja wenigstens unser Feuerriegel. Hier ist auch schön mit Lichteinfall und sowas. Mensch, das ist ja jetzt hier fast schon aufwendig. Wo ist denn die Sonne? Gar nicht da, aber das ist eine pinke Aprikorn. Hey, pinke Aprikorn, meins. Ja, möchte ich tatsächlich haben. Wow. Mensch, da haben wir jetzt schon 2 pinke Aprikons. Die wir im Moment noch nicht verwenden können, aber es geht das Prinzip.
Aber das Prinzip scheiße ist. So, jetzt möchte ich da rein. Ich möchte rein. Danke. Hey, Mr. Pokémon. Hallo. Du musst Maut sein. Professor Elmer said that you would visit. Und dort habe ich Kuchen besorgt, ne? Müssen wir uns jetzt teilen, weil wir sind zu zweit. Und außerdem habe ich hier ein mysteriöses Ei. Das wollte ich aufschlagen, um den Kuchen zu bearbeiten. Aber dann ist das, nee. Das hat nicht so gut funktioniert. Nee, gut. Also eigentlich das Übliche. Ach, Professor Eich ist auch hier, ne? Ja, stimmt, da war was. Jetzt kommt er hier rum, genau. Und hey, Professor Eich, hey, du hallo Sau. Ja, du bist ein Pokémon-Erforscher und sowas. Ja, weiß ich doch. Jeder kennt dich, jeder hasst dich. So, ja. Ja, Pokémon sind Freunde, kein Futter, weiß ich doch. Und ich muss gut auf das Ei aufpassen. Ja. Ja, und ich helfe dir klar, natürlich. Ja, Pokédex, immer ja damit. Immer ja damit, mit dem Scheiß. So, und, okay. Also, Radio gibt's hier auch noch. Das ist ja großartig. Yo, returning to Professor Elm, ja, je nachdem, wie gut er bezahlt. Ja, und meine Pokémon müssen erstmal ausruhen, weil ich auch mehrere hab, nicht. So, da kommen wir jetzt zurück. Pokégear, Professor Elm, receiving call. Hello, Mama, it's a disaster. It's just terrible. What should I do? I don't know. Please get back here now. Okay, im Prinzip ist jetzt hier, ne? Einige von euch wissen ja jetzt, was passiert ist. Ich weiß auch. Und, wir müssen jetzt erstmal wilden Pokémon-Kampf hier über uns bringen. Raupi gegen Feuerriegel, welcher grandiose Opponent wird gewinnen? Ich weiß auch nicht, nee. Das ist so scheiße hier, nee. Raupi kann gar nichts. So ein Kackbuhn. Jetzt mach mal hin, ne? Alter, ich werde von irgendwelchen kleinen Raupis genervt. Weißt du, das ist wie im Real Life, wenn dich eine Fliege nervt. Ne, Mensch gegen Fliege, wer gewinnt? Meistens die Fliege, weil sie schneller ist. Aber hier nicht. Hier gewinnt immer das andere Pokémon. Weil wann gewinnt denn im normalen Leben, im normalen Battle schon mal ein Raupi? Außer das gegnerische Pokémon ist geschwächt, aber so im normalen Gegenüber, weißt du? Hey, ein Horleo. Hey, Horleo, was geht ab? Hey, Feuerrüben und Stackel. Ja, meine. 3 Jahre später. Yay, yeah, es geht down. Muss ich gleich mal ein Pokémon wieder heilen. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz, aber... Naja, kann man nicht ändern, ne? Das gehört halt dazu. Scheiß Pokémon, die immer rumkrippeln. Was haben wir denn da? Guck mal. Mammut found Antidote. Mammut stored it in the medicinal pocket. Ja, ich habe meine rechte Hosentasche nur für medizinischen Kram. Es ist unglaublich, aber wahr. Feurige wird den Job hier schon irgendwie reißen. Hoffentlich. Mal gucken. So. Haben wir es bald? Also Feurige, ne? Das kannst du irgendwie besser. Das weiß ich. Wie wär's mal mit einer ordentlichen Feuerattacke hier? Hat das Käfer-Pokémon überhaupt keine Chance? Wo muss ich denn jetzt lang? Da? Nee, Quatsch. Muss hier lang. Ja, das ist auch interessant, dass halt jetzt in diesem 3D-Modus hier, ach du Kacke, alles immer ein bisschen anders aussieht als normal auf dem Gameboy, weil da halt die Umgebung so nicht sehen kannst. Und finde ich dann doch interessant, wie stark sich dann doch die Orientierung dann anders entwickeln muss. Hey, aber diesen scheiß Mariengeber hat damit einen Hit jetzt mal geschafft, das ist unglaublich. Kack-Lady war. So, Rosalia City, ich komme. So, auf ins Pokémon Center. Yay. So, rein hier. Und ganz schnell wieder raus. So, hey du. Ja, ich will, dass mein Pokémon hier
richtig gespritzt wird und so weiter, pumpe es auf mit Drogen und so weiter, damit es auch wieder ordentlich kämpfen kann. Ah, ich glaube, das macht sie nicht. Nee, das schiebt sie sich lieber selbst in die Ader. So, daher auch die pinken Haare. So, weiter. So, und, oh nein. Oh nein, wer bist denn du? Du bist Fragezeichen, 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 richtig? You got a Pokémon at the lab. What a waste. I wimp like you. Pünktchen, 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 Pünktchen. Don't you get what I'm saying? Well, I too have a good Pokémon geklaut aus dem Lab. I'll show you what I mean. Hey, Kanimani, hey, was geht ab, ey, hallo Kollege. So, bin auch vom Level her im Vorteil, also sollte ich den eigentlich schaffen. Theoretisch. Praktisch wahrscheinlich eher nicht, weil er bestimmt eine Wasserattacke hat oder sowas. Auch wenn das auf dem Level eigentlich unrealistisch ist. Aber aus Prinzip, weil der Typ halt unfair ist und sein Pokémon geklaut hat. Würde mich nicht wundern. Jetzt mach ihn, ne? Mach nochmal hin, ne? Battle Tackle! Feuerie benutzt Tackle! Kanimani schwächelt! Oh mein Gott! Jetzt hat er dem ernsthaften Trank gegeben. Ich kann kotzen. Kanimani benutzt Leer! Leertaste ist nicht effektiv! Battle Tackle! Tackle down! Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Critical Hit. Ultra Kill. Ja, und Feurige hat Level 9 erreicht. Wuhu! Trainer, Fragezeichen, Wurst defeated. Mama gut 300 Pokédollar. Hey! Hey, jetzt ist aber ganz schön angepisst. Mein Name ist Fragezeichen. I'm going to be the world's greatest Pokémon Trainer ever. Oh, da verpisst er sich, ne? Da muss er nämlich mal ganz schnell aufs Klo und so. Und er findet den Weg auf Anhieb. Ihm muss keiner sagen, wo hier irgendwas ist. Mein Gott. Naja, aber mich hier, ne? Mich muss er mal so ein alter Greis hier irgendwo hinführen. Das ist mal wieder typisch, ne? Nur weil ich keine Orientierungssinn habe. Na, das merke ich mir. Das merke ich mir, Leute. Das merke ich mir, liebe Pokémon-Entwickler. Wenn ich euch in die Mangel kriege, dann stecke ich euch auch in ein Altersheim. So, wir haben genug gewartet hier, jetzt will ich auch wieder raus. Hier, hier so ein Scheiß, das ist doch nicht wahr. Ach, nicht mal vernünftigen Poképuff gibt's hier. Ehrlich, ist doch wahr. So, raus hier. Oh, jetzt wieder durchs hohe Gras wahrscheinlich teilweise. Wenn ich mich nicht schlau anstelle. Hier kann ich einfach rüber, das ist schon mal gut. Hey, du aller Typ von der letzten Folge. Hey, und Aprikorn. Nee, das ist ja Queen Epicorn. Ja, das möchte ich natürlich haben. So, und weiter geht's. Ich könnte jetzt, glaube ich, theoretisch irgendwo da drüben lang oder so. Ich weiß nicht. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ja, hier so. Nein. Ups. Okay. So. Ach, endlich komme ich wieder in der Stadt an, in der ich jahrzehntelang gewohnt habe hier. So, hey, was geht mit dir? Warum guckst du mich so an? Oh, your Pokémon is adorable. I wish I had one. Ja, dann klau dir eins, wie der andere Typ aus dem Labor hier, ne? Also, hey, Nerd, hey, there are only two of us. So we are always busy. So, deswegen haben wir nicht bemerkt, dass einer uns ausgeraubt hat hier. Nein, das ist doch nicht wahr. Oh mein Gott, Professor M. Und was über die Polizei hier? Ich war's nicht. Ich war's nicht. I heard a Pokémon was stolen here. I was just getting some information from Professor M. You said it was you. Apparently, it was a young male with long red hair. Okay, dann Striptee, beschreibe mich auf mich hierzu. Glück gehabt. What? You battled a trainer like that? Did you happen to get his name? His name war... Fragezeichen, kann ich nicht eintippen. Verdammt, dann war es bestimmt Torchman. Bestimmt. 1999. Ja, bestimmt. Hat er mir so gesagt. Okay, so Torchman 1999 was his name. Thanks for helping my investigation.
Ja, Professor Elm. Ja, jetzt ist er raus. Jetzt kann ich hier mit Professor Elm reden. Hey! Falsche Taste, verdammt. Ich werde es nie lernen. Hey! Mama! Das ist terrible. Ich habe ihn nur mal umgedreht und dann ist weg. Was hast du vom Professor Pokémon da bekommen? Ein mysteriöses Ei. Oh mein Gott, das hat mich umgeschmissen, dieses mysteriöse Ei. Oh mein Gott, es ist runtergefallen. Es ist kaputt. Nein. Ah, wow, es ist ein Pokémon-Ei. Als ob er das noch nie gesehen hat als Pokémon-Forscher. Ja, okay. Gut, und jetzt schickt er mich auf eine lange, große Reise, soll das Pokémon-Ei mitnehmen und so weiter und so fort. Und in der Arena kämpfen und so weiter und so fort. Don't give up, Alcoyola. Lame. Nein, jetzt redet er schon wieder mit dem Nein. So, okay. So, und das Endivier da bleibt jetzt einfach da auf dem Tisch liegen. Mammut, use this on your Pokédex Quest. Receive 5 Pokéballs. Yay. Okay, ja. Ich soll alle Pokémon fangen, damit alle im Pokédex zu finden sind und so weiter und so fort. Gut. Und unsere nächste Aufgabe ist es jetzt, in die große, weite Welt hinauszuziehen. Entweder in diese oder in diese Richtung. Ich glaube aber erstmal in diese, später dann in diese. Und dann werde ich dafür sorgen, dass die Weltschaft an mich gerissen wird und so weiter und so fort. Nein, eigentlich nur, dass ich Pokémon fange und so weiter. Und dass ich der beste Pokémon-Trainer in der Welt werde, wenn ihr es denn möchtet. Das kommt ganz auf euch drauf an. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.